Oh Gott, Alter, die Ich hab kein töten Essen mehr einer. dabei. Nein! Hallo, Jungs, und willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack 8. Heute geht's weiter an der Rennstrecke ein bisschen bauen, aber auch in den Nether. Und da habe ich den, ich glaube, den dümmsten Tod, den ich jemals hatte. Aber ihr werdet es gleich noch sehen. Erstmal sind Cintiqa und ich noch ganz froh weiter am Bauen vom Red Bull Ring. Ich überlege hier, wie man das macht. Wenn man jetzt hier hochgelaufen kommt, wenn man jetzt hier schön hochsprintet. So, jetzt laufen wir wieder. Ja. Laufen. Ich muss auch hier mit mehr Anlauf. Und Essen würde auch helfen. Kommt Teppich auf den Soul Sand oder bleibt das braun? Ne, es bleibt braun. Braun ist auch nicht so schlecht. Ist zwar nicht genau Asphaltfarbe, aber ist schon okay. Also dann gibt es keine Möglichkeit, das zu färben, oder? Ich glaube nicht. Oder irgendwas machen. Nicht so, dass es gleichzeitig schnell bleibt. So, und dann sprintet man hier hoch um die Ecke rum. Aber dann ist eigentlich ganz cool, wenn man sowas hier macht, wie das hier. Wenn man da nämlich hier so... Wenn man so Blöcke in der Mitte hat, ist eigentlich ganz cool, weil dann muss man außen rumlaufen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Hindernis. Sobald du nämlich auch nur minimal... Ne... Man kann, okay, aber sobald man ein bisschen zu viel in der Mitte ist, wird man gebremst. Und das ist eigentlich ganz cool, so. Ich hätte nur noch gern was einen rausschleudert, so, verstehst du? Rausschleudert? Ja, also eigentlich war die Idee von diesem Packed Ice, dass man hochgelaufen kommt, so. Und dann direkt so Hilfe nach außen weggetrieben wird und deswegen davor langsamer machen. Wenn man Soul Sand von unten nach oben macht, kann man den Effekt eines Aufzuges nutzen, um über Hindernisse zu springen. Ja. Ah, sozusagen so schnell sein, so eine Rampe praktisch aus Soul Sand. Ja, aber ich frage mich, wie man das bauen soll, ohne dass da außenrum... Praktisch so, hier schau. Einfach nur hier so an der Seite vielleicht. Ist dann, hat man die Möglichkeit zu springen, wenn man schnell ist. Und dann würde man so, guck mal hier so, zack, zack, springt man rüber. Und wenn man das nicht macht, könnte man hier zum Beispiel ein Wasserhindernis haben, was einen langsamer macht. Das wäre eigentlich ganz cool, weißt du? Das ist nice. Oder man nimmt, Spinnennetze. Es gibt doch im Nether auch diese Steine, diese Lava-Blöcke, die einem auch Schaden machen. Aber es soll ja kein Schaden, man muss ja keine Angst haben, dass man stirbt oder irgendwas. Also, oder meinst du zur Verlangsamung, meinst du? Ja, zur Verlangsamung. Macht's einen langsam, wenn er Lava-Blöcke... Ich bin der Meinung, es gibt Blöcke, die einen langsamer machen. Und es gibt auch diese Lava-Blöcke, wo du minimal Schaden bekommst. Das stimmt eigentlich. Kann man die irgendwo kaufen? Boah, nee, da bin ich raus. Oder wir gucken kurz im Nether. Komm, wir gehen kurz in Nether und gucken nach. Okay. Oh, starke Idee, Chat. Chat hat gesagt, dass man, wenn wir das im Teppich machen, dann weiß man nicht, was drunter ist. Das heißt, wir können Ideallinie machen mit den Soul-Blöcken, womit man schnell ist. Und dann manche Blöcke haben aber halt kein Soul. Runter. Und dann checkt man das nicht. Das ist nice, Leute. Danke. Gut, das ist sehr gut. Okay, Soul-Sand-Blöcke, schreibt der Luca-Wert, sind Magma-Blöcke sind schnell gefarmt, schreibt er. Durch den minimalen Schaden würde man langsamer werden. Ist ja perfekt. Dann ja, hier müssten die sein. Ja, genau, die Blöcke. Drin. Also einfach mal abbauen hier alles. Nein, Spaß. Aber wir können aber hier einmal durchgehen. Ja, wir können einiges hier abbauen, denn was wir als erstes abbauen wollen, ist, was hier ist. Und zwar nicht dieser, also der Soul-Sand würde auch gehen, aber ich finde ihn halt nicht so schön. Aber den hier, das hier, das ist der Soul Soil. Okay. Hier, ich mag mal Blöcke und ich glaube, ich kann ihn normal abbauen. Ja, scheint zu gehen. So, ich muss noch irgendwas wegtun, was ich nicht brauche. Ja, Magma Blöcke, nice. Okay, hier sind Magma Blöcke, perfekt. Das ist geil für die Rennstrecke. Okay. Du kamst aber bis jetzt auch noch nicht dazu, in der Reihe zu fahren, richtig? Nee, aber ich habe ja von Petr jetzt was. Immer gut zwei. Zwei und einen habe ich ja schon. Das heißt, ich muss eigentlich Ach noch so, einen weiteren, drei. Dann habe ich komplett voll. Den Stack mache ich noch voll, aber einmal. Du hast ja auch ordentlich was und man kann ja jederzeit zurück. Das ist ja richtig easy. Ja, eben. Das ist ja kein Weg. Dann hat man wieder hier was am Start. Schau mal, habe ich irgendwo noch... Ah, da hinten. Und Magma-Blöcke sind Alter, hier unter. Ist man langsam. Heieiei. Wenn man nach unten geht, hat man Magma-Blöcke hier. Also muss einmal nur... Magma-Blöcke? Ja, dann musst du nach unten bauen. Einfach nur so ein bisschen nach unten bauen. Pass nur auf, dass du nirgendwo auf Lava triffst. Aber kriegt man bei Magma-Blöcken Erfahrung? Nee, ich meine nur zum Farmen für die, wir brauchen ja noch ein paar. Wie viel hast du denn von den Magma-Blöcken? Jetzt hat wahrscheinlich schon genug. Ich habe schon zwei Stacks, das reicht ja locker. Okay, wir brauchen, Oha, okay. Brauchst nichts extra. Habe ich gar nicht gemerkt, wie viel man da auf einmal bekommt, wie viel man da direkt bekommt. So, noch einmal das kleine Vorkommen hier einpacken, Leute, und dann geht's zurück. Ich mag den Nether nicht. Das ist viel zu gefährlich. Ist mir auch immer noch suspekt hier. Hast du gerade ein bisschen Gold gesammelt? Weil hier könnten wir was traden bei dem direkt. Gott, schieß mich nicht ab. Genau, der abschießt, den musst du Gold zu werfen. Ich hab Gold, na, warte, ich geb dir mal das. Aber wie viele sind das? 14. Oh, geh weg von mir! Ja, das reicht nämlich tatsächlich. Hey, oh Gott, ich muss auch weg. Oh Gott, Alter, die Ich hab kein Essen einer. Mehr dabei.
lauf weg! Lauf weg! Ich geh mal zurück. Wow, als ob das passiert ist. Wow. F in Chat, Leute, F in Chat, wow. Hast du verstanden, was passiert ist? Der hat dich abgeschossen, oder? Nein, ich hatte zu wenig, ich hatte noch wenig Leben. Und Spark schon bei meinen Sachen hier. Ah, nee, Spark war nett, Spark hat sie extra kaputt gemacht. Oh Gott. Ich bin weggeflogen mit meinem Elytra, während ich gesucht wurde und bin dann gegen so einen Pfosten hier. Bam, gegengeflogen. Oh nein. Und das hat mir den entscheidenden Schaden gemacht. Oh, unglücklich. Sehr unglücklich, aber ja. So, we are back. Also, der Nether ist gefährlich, ja, ihr wisst, wir wussten es alle. Auf die Art und Weise haben wir es halt nicht vermutet. Und es gibt Soulspeed-Bücher, schreibt Chat, aber ich weiß nicht, von wo wir die bekommen sollten, ist halt so ein bisschen das Ding. Ich guck später mal, ob ich welche davon vielleicht habe. Ja, na, ja klar, wenn du welche hast, umso besser. Verzauberungen. Und wenn man die irgendwo kaufen kann, würde ich die auch kaufen einfach. Wir brauchen auf jeden Fall hier, wo es hochgeht, auf jeden Fall noch irgendwo Lichtquellen. Das ja. wird schon zum. Aber hier sieht schon sehr geil jetzt aus, ne? Muss man sagen. Das funktioniert perfekt mit dem Definitiv. Licht. Mit dem Licht immer unter dem Roten. Das ist richtig cool. Also das ist jetzt schon die geile Rennstrecke. Und ja, hier oben brauchen wir ein bisschen Licht. Wir machen provisorisch, machen wir jetzt einfach erstmal hier alle paar machen wir Fackel. Und das können wir dann ja noch besser machen wieder. Also man könnte nämlich Magma machen von hier an. 1, 2, 3. Und das sollte man dann nämlich eigentlich schaffen. Alter, das ist ja auch cool, weil das leuchtet. Das ist natürlich auch nice. Warum leuchtet das richtig stark? Und eigentlich, wenn man jetzt sozusagen normal läuft, so, dann au, wird man abgebremst. Mit auch mit den Schuhen sollte das eigentlich so sein. Ja, da wird man richtig abgebremst sogar. Das ist voll cool. Nice. Macht aber auch richtig die Schuhe kaputt zusätzlich. Kann man da rüberspringen hier von hier? Und eigentlich sollte man rüberspringen können so. Also du vielleicht nicht. Du konntest nicht springen, oder? Nee, einen Block habe ich mitgenommen. Und jetzt guck mal bei mir. Ah, fast. Aber es müsste, eigentlich muss man noch weiter springen können. Ich bin noch nicht perfekt abgesprungen. Aber als ob du das jetzt ohne die Schuhe geschafft hast, fast rüber zu springen. Echt? Aber vielleicht fehlt da wirklich halt noch Beacon und so weiter. Pass auf und... Oh, nee. Aber du bist du mit den Flügeln vielleicht auch gesprungen? Nein, nö. Warte, ich mach nochmal. Soll ich mal sehen? Ja, zeig mal, wie weit du springst, ganz normal. Ja, das war schon mehr als nur einer. Hä, ja, also ich habe jetzt nur einen Schlag bekommen. Ich glaube, das war nur einen Block. Okay, aber man kann auch noch... Weil, oder kann es sein, dass man zwar schneller ist, aber das Springen halt dann sofort wieder langsam macht? Ah, ich habe einen Schaden bekommen. Und es war schon recht perfekt gesprungen, glaube ich. Ich würde es trotzdem lassen. Selbst wenn man einen Schaden bekommt, dann... Naja, hat man immer einen Schaden, ist ja... Aber ich fände es halt cooler... Oh nein, es waren zu viele, die ich abgebaut habe. So. Ich fände es cooler, wenn man das, wenn man das rüber schafft halt. Weißt du? Dass man halt wirklich dann, bis man das Erfolgserlebnis auch hat, wenn man perfekt springt, kriegt man keinen Schaden. Ja. Und zack. Ja. So ist geil. Weil was ich auch überlegt habe, dass man halt machen könnte, ist, dass man hier dann hochgeht. Weißt du, dass hier praktisch wieder der, es langsam hochgeht. Weil es macht auch im Red Bull Ring auch Sinn. Da geht es ja auch langsam dann wieder hoch. Und dann könnte man, dann ersetzt man, wenn man halt weit genug springt, dann kriegt man auch keinen Fallschaden. Weil man dann ja einen Block höher ist. Also wenn ich nämlich hier nochmal laufe und ich mache locker, diese Schuhe sind fast kaputt, ne? Ja, das ab hier, das wieder hoch geht so. Okay. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber da geht es dann im Ring an sich, geht es aber nur langsam hoch, hast du gesagt. Genau, ja, ja. Deswegen auch nur so. Siehst du, so alle vier Blöcke. Ah. Die Sonne geht auf. Ich möchte jetzt nochmal, und da muss ich auch gleich essen, Leute. Aber ich möchte noch einmal jetzt hier gucken, ob das funktioniert. Das ist der erste Teil der Strecke, den Zintika und ich jetzt hier heute gebaut haben. Und ich finde, es sieht jetzt schon sehr, sehr cool aus. Und wir haben schon ein paar Hindernisse, die irgendwie Sinn machen. Ich baue noch ein weiteres Hindernis, baue ich sogar ein. Und zwar... Normales Eis jetzt einfach mal. Ist ja egal hier. So, also ein ganz normales Hindernis. Ab hier, Leute. Vollgas! Spring im richtigen Moment. Vollgas weiter. Sprung, 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 Sprung. Und um die Ecke rum, richtigen Weg wählen. Sprung, Sprung, Sprung und Sprung. Yes, und weiter geht's. Oha, okay, das war nicht schlecht. Da war schon ein kleiner Fehler drin auf jeden Fall. Und jetzt muss ich auch die Schuhe ausziehen, sonst gehen die kaputt. Das wird richtig nice. Das wird richtig cool, oder? Wir machen eine geile Rennstrecke, angelehnt an den Red Bull Ring, aber halt mit unseren ganz eigenen Fallen und ganz eigenen Sachen. Ein richtig cooles Projekt. Vielen, vielen Dank, Sintika, auf jeden Fall, dass du heute schon mal so viel geholfen hast und deine ganzen Ideen auch mit eingebracht hast. Ich danke, das war sehr nett. Du musst hier mal herkommen, das ist ein schönes Bild hier. Aber was sagst du? Ich sehe da nicht so viel, aber ich guck mal mit hoch. Du musst F5 drücken, oder nicht?
Ach, lol. Aber die Funktion kennst du ja wohl. Nein, als ob. Wie lange spielst du Minecraft? Seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren spielst du Minecraft und du wusstest nicht, dass man F5 drückt. Du lügst. Ich hab viele Pausen gemacht. Du lügst. Runter hier. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht kennst. Doch, wusste ich. Ich habe jetzt 4 Jahre Pause gemacht. Als ob. Doch, okay. Wirklich. Wow. Okay, Leute. Vielen Dank, Sintika. Vielen Dank an alle im Stream fürs Zuschauen. Lass es dir schmecken. Was sagst du? Lass es dir schmecken. Ja, danke schön, werden wir. Für alle Folgenzuschauer, ne, an alle hier auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Schaut auch bei Sintika vorbei und schaut auf Twitch vorbei, auf DenaTV. Dann seht ihr das nächste Mal, wenn wir weitermachen. Und schreibt gerne eure Ideen auch in den Chat rein, wie wir die Rennstrecke noch machen sollen. Und dann wird das demnächst weitergebaut. Mach's gut. Ciao, ciao.